Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre Nummer 25, Gewährung von Leistungen für Studierende. Hier gibt es auch lediglich einen Redner. Herr Lommel, bitte schön. Hallo, hallo. Ja, ich fasse das ganz kurz. Wir hatten ja, hatte eigentlich gedacht, dass diese Vorlage mit dem Punkt 26 vertagt werden würde. Ich werde das dann mit der Rede in Punkt 26, die vertagt wurde, am späteren Zeitpunkt seiner nächsten Tagung dann im neuen Stadtrat nachholen. Wir werden diese Vorlage aber dennoch ablehnen. Danke. Werter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren und Kollegen, ich hatte jetzt auch damit gerechnet, dass der Punkt eigentlich vertagt ist, aber nun ist es halt so. Die Verwaltung legt uns hier einen Beschluss vor, mit dem wir den Studierenden der Landeshauptstadt Dresden eine monatliche Pauschale zahlen sollen, die irgendwo wahrscheinlich bei 500 Euro oder so liegen soll, dass sie während des ausgefallenen Unterrichts und der ausgefallenen Studienzeiten im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt aushelfen und die Folgen der Corona-Krise dämpfen. Das finden wir Freien Wähler eine gute Idee und Sie anderen bestimmt auch alle. Ich glaube nicht, dass es da so große Debatten geben wird. Leute, die Bürger dieser Stadt, die sich hier ehrenamtlich engagieren und die mit den Menschen hier arbeiten, sollen natürlich auch eine Entschädigung bekommen. Ich möchte aber, oder wir wollen darauf hinweisen, dass die Frage ist, wie ist das Maß einer solchen Entschädigung und wie muss das aussehen? Sollen also die Studenten oder Studierenden, wie Sie es nennen, eine Entschädigung dafür bekommen, dass sie, wenn sie für die Landeshauptstadt Dresden arbeiten, aber nicht in die Uni gehen können, im Gesundheitsamt aushelfen? Ich will Ihnen einen Vergleich sagen. Die Landeshauptstadt Dresden hat insgesamt 21 Wachen der Freiwilligen Feuerwehr. In diesen 21 Wachen tun insgesamt ca. 600 Feuerwehrleute, etwas mehr als 600 Feuerwehrleute, aktiven Einsatz. In den großen Wachen wie Niedersedlitz oder Gorbitz fahren die Feuerwehrleute, die freiwilligen Feuerwehrleute, über 400 Einsätze im Jahr. Ich weiß nicht, die Zahlen sind, glaube ich, hier niemals so gesagt worden, aber ich glaube, es ist für manche von Ihnen schon interessant. Wenn man sich das überlegt, 400 Einsätze pro Jahr, bedeutet das statistisch also deutlich mehr als ein Einsatz im Jahr. Geht man davon aus, dass so ein Einsatz im Durchschnitt eine Stunde dauert und die meisten Einsätze, zum Beispiel das Löschen eines größeren Feuers, dauern natürlich viel länger, aber selbst wenn man nur eine Stunde annehmen würde, dann sind das 400 Stunden im Jahr, die die Dresdner Feuerwehrleute, die freiwilligen Feuerwehrleute wohlgemerkt mit Retten, Bergen und Löschen und dem Schutz unserer Bürger beschäftigt sind. 400 Stunden im Jahr geteilt durch die 52 Wochen des Jahres bedeutet einen wöchentlichen Aufwand für die Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr, wohlgemerkt ohne Ausbildung und ohne Geräte putzen und Autos instand halten. Kriege ich eigentlich Zwischenrufe von Ihnen? Freiwillige Feuerwehr interessiert Sie wohl nicht so. Na, dann rufen Sie weiter dazwischen, stören Sie ruhig weiter. So. Ich komme schon noch zum Punkt, Sie können mir vertrauen. Also, wenn man sich diesen Aufwand anguckt, den die freiwilligen Feuerwehrleute hier haben, 7,7 Stunden pro Woche, um Leute aus Gebäuden zu tragen, um Rettungsdienst zu helfen, um, wie gesagt, Personen aus dem Eis zu retten oder bei Badeunfällen, dann ist das eine ganze Menge. Und diese Tätigkeit, meinen wir, ist mindestens genauso viel wert wie die Tätigkeit der Auszubildenden bzw. der Studierenden der Landeshauptstadt Dresden, die hier während ihrer Unterrichtsausfälle in den Behörden und Ämtern aushelfen. Die Leute der Freiwilligen Feuerwehr erhalten für ihr Engagement, beispielsweise zum Einkaufen von Schuhputzzeug oder für andere Aufwendungen im Jahr, eine pauschale Aufwandsentschädigung von maximal 200 Euro jährlich. Das bedeutet bei den Zahlen, die ich Ihnen versucht habe vorzurechnen, auch wenn ich weiß, dass kaum noch jemand zugehört hat um 20 Uhr, eine tägliche Entschädigung für freiwillige Feuerwehrleute von 50 Cent. Diese 50 Cent pro Tag für Feuerwehrleute sind also der Betrag, der es der Landeshauptstadt Dresden wert ist, das Engagement der Retter und Berger zu vergüten. Ähnlich geht es natürlich den freiwilligen Helfern in den Rettungsdiensten, in Obdachlosenvereinen, in Sportvereinen, in Katastrophenschutz und auch anderen Helfern, sogar in der Flüchtlingshilfe und in der Jugendarbeit. Wir Freien Wähler freuen uns sehr über das Engagement der Studierenden der Landeshauptstadt Dresden in Krisenzeiten. Und wir meinen auch, dass dieses Engagement bezahlt werden sollte. Und zwar genauso großzügig wie das Engagement der freiwilligen Feuerwehrleute. Und wenn wir dieses
Engagement zugrunde legen und an dieser Stelle so das Engagement unserer zukünftigen Mitarbeiter der Landeshauptstadt auch vergüten. Dann erziehen wir unsere Leute, dann fördern wir das Ehrenamt, dann zeigen wir, dass es uns ein bisschen was wert ist, aber wir geben den Leuten, die sich jetzt ein paar Stunden ins Büro setzen, um das zu tun, was für uns alle selbstverständlich ist, nämlich unserem Nächsten zu helfen, nicht so viel Geld, wie hier in der Vorlage geplant ist. Das heißt, die Idee ist gut, wir freuen uns über das Engagement und wir unterstützen das, aber wir werden der Vorlage in dieser Form nicht zustimmen. Es ist zu viel Geld und es ist ungerecht den anderen Ehrenamtlern gegenüber. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage. Wer der Vorlage zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja. 51 Ja-Stimmen, 16 Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen.